Trend zu erkennen, das ist das eine. Und man hat ja irgendwie so das vage Gefühl, dass vielleicht Wasserstoff oder auch Inflation spannende Trends sein könnten, an denen man gerne irgendwie teilhaben will. Aber wie? Und will man jetzt wirklich innerhalb von so einem Trend zig oder hunderte Unternehmen analysieren, in die sich ein Investment lohnt? Also ich habe da ehrlich gesagt nicht so viel Bock drauf. Und wie man bei so Trends dabei sein kann, ohne das machen zu müssen, darum geht es heute in der Zertifikatesprechstunde. Schön, dass Sie reingeklickt haben. Ich bin Vera Klaas und heute spreche ich mit Nicole Wittmann von Vontobel über Themenzertifikate. Eins vorab, alles, was hier gesagt wird, ist wie immer keine Anlageberatung. Wir machen hier eine reine Informationsveranstaltung. Nicole Wittmann ist seit fast 10 Jahren bei Vontobel im Zertifikategeschäft hier in Frankfurt und sie wird uns das Thema kurz vorstellen und dann haben wir im Anschluss Zeit für Ihre Fragen, wie immer hier unten rechts im Chat. Schließlich ist das hier eine Sprechstunde. Es geht vor allem um Ihre Fragen. Trauen Sie sich ruhig, stellen Sie alles an Fragen, was Ihnen einfällt zum Thema Themenzertifikate. Und damit würde ich auch schon sagen, Nicole, Stage is yours. Vielen Dank, Vera. Ja, vielen Dank auch, dass ich heute schon zum zweiten Mal bei der Zertifikatesprechung dabei sein darf. Ich denke, ich habe ein spannendes Thema mitgebracht. Das heißt, diversifizierte Portfolios dank Themenzertifikaten, wie Sie auch an Megatrends als Anleger profitieren können. Ich habe auch noch einen wichtigen Hinweis vorab. Möchte auch noch mal kurz sagen, dass alles, was wir heute Abend machen, keine Anlageberatung ist. Und auch keine Anlageempfehlung, sondern Werbung. Und dass es sich eben bei strukturierten Wertpapieren um Produkte handelt, die nicht einfach zu verstehen sind und dass man sich eben sehr genau informieren soll, bevor man sie erwirbt. Dafür stellen wir alle möglichen Informationen zur Verfügung, unter anderem auf unserer Homepage, aber Sie können uns auch anrufen. Also wir sind sehr interessiert daran, dass Sie genau verstehen, was Sie tun, bevor Sie ein Zertifikat erwerben. Ganz kurz, und dann höre ich auch schon auf mit diesen unangenehmen Dingen, die Produktrisiken, einmal das Emittentenrisiko, dass strukturierte Produkte sind eben in aber Schuldverschreibung, unterliegen keiner Einlagensicherung. Die Marktrisiken, die Preisänderungsrisiken sind Ihnen bestimmt wohl bekannt. Dann gibt es die Währungsrisiken, wenn das Underlying oder eben auch der Basiswerte, wir sprechen ja auch gleich über manchmal Körbe oder Indizes, einem Währungsrisiko unterliegen. Die Produktkosten und vielleicht auch noch ganz wichtig, werden doch oft gefragt bei Open-End-Produkten, wie es die Produkte, über die wir gleich sprechen, oftmals sind, hat der Emittent ein Kündigungsrecht, das in den Bedingungen mit eingebaut ist. Das waren die Hinweise. Ganz, ganz kurz möchte ich Vontobel vorstellen. Viele von Ihnen werden uns kennen. Vontobel hat das Ziel, das anvertraute Kundenvermögen langfristig zu schützen und zu vermehren. Und wir sind spezialisiert auf ein aktives Vermögensmanagement mit maßgeschneiderten Anlagelösungen. Und das ist genau der Bereich, aus dem ich komme. Und dabei handeln wir verantwortungsvoll und vorausschauend. Und wir sind der Schweizer Qualität unseres Mutterhauses und der Leistungsstärke verpflichtet. Und unsere Eigentümerfamilie steht dafür auch mit ihrem Namen seit Generationen ein. Falls Sie sich weiter über Vontobel informieren möchten, möchte ich Ihnen ganz kurz mal unsere ganz normale Corporate-Seite zeigen, die heute eigentlich ganz gut zu unserem Thema passt. Denn der Investment Outlook 2022, härter, besser, zäher, grüner. Wenn Sie sich also da ein bisschen umschauen, werden Sie auf 4 Core-Themen stoßen, die für 2022 von Vontobel ausgerufen wurden. Das ist einmal die Inflationsentwicklung, die Folgen kommen von Covid-19, Chinas Sorgen und der Wechsel zur Klimakrise. Also diese 4 Themen mal am Rande. Also auch mal spannend, die Corporate-Website sich anzuschauen und vielleicht nicht nur die Zertifikate-Webseite, die Sie von uns wahrscheinlich kennen. Dann steigen wir auch schon ein. Themenzertifikate und Trends. Wie kann man da investieren? Was ist ein Megatrend? Ein Megatrend wird eigentlich dadurch also ausgezeichnet, dass er die Gesellschaft und die Wirtschaft verändert. Ja. Wir erfahren zurzeit große strukturelle Veränderungen mit immensem Ausmaß und in dieser Folge beschleunigen sich auch die Wirtschaftszyklen. Und oft, dank dieser aufkommenden Trends, sind diese sehr, sehr dynamisch und auch stark zukunftsträchtig.
Deswegen ist die Grundidee des thematischen Investierens genau diese Dynamik zu nutzen. Und im Mittelpunkt steht dabei eben keine spezifische Aktie, Branche oder Region, sondern insbesondere die Unternehmensaktivitäten, die von Trends potenziell profitieren und sich infolgedessen positiv entwickeln können. Und der Gedanke dabei ist ganz einfach: Wenn sich Geschäfts- und Ertragsentwicklung stark von einem Thema profitieren können, dann profitiert auch der Aktienkurs. Denn diese Megatrends eröffnen eben Chancen, wie ich schon gesagt habe. Und wenn sich eben um einen längeren Zeitraum handelt, dann lohnt es sich, so etwas eben auch in einem Zertifikat zu verbriefen mit einer endlosen Laufzeit, sodass man dann eben langfristig an dem Trend teilhaben kann. Themeninvestments können ein potenzieller Renditetreiber sein. Neben der Kernanlage kann man eben mit solchen Themensatelliten, wie wir es hier eben aufgezeigt haben, wie zum Beispiel Cyber Security, Trend zur digitalen Sicherheit oder eben auch mit Kryptowährung, das Zahlungsmittel der Zukunft, 5G, Zukunft der Konnektivität und eben vielen, vielen Themen mehr. Genau mit diesen Themen kann man eben das Portfolio optimieren und durch Akzente bereichern. Man muss natürlich beachten, dass Markt- und Verlustrisiken sowohl bei ihrer Kernallokation als auch bei den Themensatelliten bestehen, sodass man doch auch immer wieder überprüfen muss, ob die Aufstellung des Portfolios immer noch dem entspricht, was man sich zu Anfang gewünscht hat. Aber gerade auch bei den Themenzertifikaten, die eben auch anders allokiert werden über die lange Zeit, hat man eben den Vorteil, dass man eben nicht selbst nach den Aktien suchen muss, die bei einem Trend der Treiber sein können. Das Ganze verbriefen wir dann in einem Partizipationszertifikat und die Funktionsweise eines Partizipationszertifikats ist denkbar einfach, denn das sind strukturierte Produkte, die einfach die Wertentwicklung eines Index oder eines anderen Basiswerts, beispielsweise eines Aktienkorbes, abbilden. Die Anleger partizipieren dann unter Berücksichtigung der Management- und vielen der Indexgebühren 1:1 an potenziellen Kursgewinnen, jedoch auch an möglichen Verlusten. Und die Dividenden bei Aktien werden reinvestiert. Der Vorteil hierbei ist die einfache Funktionsweise. Man erhält Zugang zu spannenden Themen und exotischen Anlageklassen. Man kann mit einer einzigen Transaktion an diesem Trend partizipieren und hat somit auch ein kostengünstiges Instrument. Es ist kostengünstiger oft als die Investitionen in Einzeltitel. Und wie ich schon gesagt habe, die Aktienselektion und die Überwachung müssen Sie nicht selbst vornehmen, sondern die wird eben dann von uns vorgenommen. Der Handel ist einfach und liquide, wie Sie es von Zertifikaten gewohnt sind, denn wir als Market Maker stellen sowohl An- und Verkaufspreise börsentäglich. Ein Wort noch zu den Risiken. Das Marktrisiko der Basiswerte analog zum Direktinvestment verbleibt natürlich. Es sind starke Kursschwankungen möglich, in Abhängigkeit vom Basiswert. Wir haben keinen Kapitalschutz, keine Anlagensicherung, wie ich schon anfangs erwähnte. Und wichtig auch, das Währungsrisiko muss auf jeden Fall mit im Blick behalten werden, wenn der Basiswert, der Index oder wie gesagt der Korb eben in einer anderen Währung, wie zum Beispiel US-Dollar, notiert. Sie haben das Emittentenrisiko, wir haben es bereits angesprochen. Und die Management- und Indexgebühren vermindern die Wertentwicklung des Zertifikats, weil diese eben im fortlaufend gestellten Preis abgebildet werden. Und zu guter Letzt, es gibt ein Kündigungsrecht des Emittenten. Ich habe Ihnen heute zwei Beispiele mitgebracht, für Themenzertifikate, die bei uns im Moment im Fokus stehen. Das erste sind die CO2-Emissionszertifikate. Sind das die Mittel gegen die Klimawärmung? Fragezeichen steht über dieser Folie. Die Ausgangslage ist ja die folgende: Die Erderwärmung ist ein akutes Problem unserer Gesellschaft. Und der Hauptauslöser für die Erderwärmung sind insbesondere Treibhausgase, zum Beispiel eben CO2. Um eben diesem Einhalt zu gebieten, ist eines der wichtigsten Instrumente, die CO2-Emissionszertifikate, die ausgegeben werden. Wir haben das Ziel, dass wir bis 2045, bis 2060 die Emissionen auf null reduzieren wollen. Und dafür müssen die Treibhausgasemissionen erheblich reduziert werden vom heutigen Zeitpunkt aus. Die Lösung könnte sein, dass diese CO2-Emissionszertifikate den Ausstoß regulieren, denn die Unternehmen erhalten ein gewisses Kontingent
Und durch Verschärfung und Verknappung dieser Zertifikate ist der Preis zuletzt erheblich angestiegen. Was genau ist so ein Emissionszertifikat? Diese Zertifikate geben Unternehmen das Recht, pro Emissionszertifikat eine Tonne CO2 oder ein äquivalentes Treibhausgas auszustoßen. Die Emission kann mit solchen Zertifikaten reguliert werden, denn es wird eine Obergrenze festgelegt, wie viel Treibhausgase ein Unternehmen ausstoßen darf. Und wird die Menge überschritten, dann müssen eben Emissionszertifikate zugekauft werden. Und je teurer die Zertifikate sind, desto größer ist natürlich der Anreiz, die Emissionen zu reduzieren oder auf klimafreundliche Art und Weise eben zu produzieren. Die Obergrenze wird jährlich reduziert und das könnte natürlich den Preis dieser Zertifikate antreiben. Sie sehen hier unten kurz im Schaubild, wie das funktioniert. Wenn man sogar unter der Obergrenze ist, kann man verkaufen. Ansonsten muss man eben Emissionszertifikate kaufen. Wir haben diese CO2-Emissionszertifikate investierbar gemacht und über einen Future, den ICE ECX EUR Future. Und da haben wir sowohl ein Partizipationszertifikat, das sind die, also ein Themenzertifikat, worum es heute geht, aber wir haben auch Hebelzertifikate darauf gebracht, Optionsscheine, Mini-Futures und Faktorzertifikate. Sie sehen, man kann also auch gehebelt in dieses Thema quasi investieren, wenn man da etwas spekulativer unterwegs sein möchte. Hier sind die Produktdaten für das Open-End-Partizipationszertifikat. Der Ausgabetag war im September 2021. Es ist ein Open-End-Zertifikat. Wir haben eine Managementgebühr von 2,5% und es notiert in Euro. Die WKN sehen Sie und der aktuelle Verkaufspreis ist war jetzt am 14. am Valentinstag 90,62 Euro. Das alles können Sie auf unserer Homepage sehen. Was wir auch auf unserer Homepage veröffentlichen, ist ein Flyer, der nochmal zusätzliche Informationen zu diesem Underlying, also diesem Basiswert gibt, damit man da einfach nochmal ein bisschen besser informiert ist. Das zweite Produkt, was ich Ihnen heute Abend mitgebracht habe, auch aus der Riege, die thematisch zu unserem Outlook 2022 passt, ist der Vontobel Inflation Influenced Index. Die Ausgangslage im Laufe des letzten Jahres und dieses hat sich die Inflation sehr, sehr stark bemerkbar gemacht schon. Inzwischen haben wir überall einen breiten Preisanstieg sehen können. Treiber sind ganz klar der Anstieg der Rohstoffpreise, die Versorgungsengpässe, die erhöhte Sparquote und insgesamt eine angespannte Lage am Arbeitsmarkt und ein Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage. Die Strategieanpassung der EZB sieht ein symmetrisch mittelfristiges Inflationsziel von rund 2% vor und verstärkte Diversifikation des Portfolios mithilfe von Märkten mit niedriger Inflation mit Fokus auf verschiedene Branchenunternehmen könnte dabei ein Ziel sein. Außerdem gilt es, in Unternehmen zu investieren, die eine starke Marke und eine Preissetzungsmacht haben und die einen signifikanten Umsatz als Marktführer in ihrer Sparte generieren. Die Lösung hierfür, das ist eben, könnte unser Vontobel Inflation Influence Index sein, denn er ersetzt Ihnen die Suche nach den Unternehmen, die der Inflation etwas entgegensetzen können. Der Index ist dynamisch und wird angepasst in Abhängigkeit von der Höhe der Teuerungsrate und nach drei festgelegten Szenarien. Die sehen Sie auf der nächsten Seite oder auf der übernächsten Seite. Und wir machen kurz noch einen Ausflug, ob die Inflation vorübergehend oder nachhaltig ist. Also für vorübergehende Inflation spricht, dass die US-Regierung aufgrund langfristiger Trends wieder, dass sie sagen, dass sie wieder nachlassen wird. Die von Januar bis Mai wirkenden Inflationstreiber dürften von temporärer Natur gewesen sein. Doch sind die wirklich flüchtig? Es gibt Anzeichen auch, dass sich die Inflation verfestigen könnte. Die Kreditvergabe, das globale Bankensystem verfügt im Gegensatz zur Phase nach der Finanzkrise über eine solide Kapitalausstattung, ist bereit zur Kreditvergabe. Auch dies könnte für ein längeres Anhalten der erhöhten Teuerung sprechen. Wir haben eine erhöhte Nachfrage. Die weltweite Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen hat sich nach der Pandemie sehr schnell erholt. Dies unter anderem wegen der weltweiten Fortschritte der Covid-19-Impfung sowie der umfangreichen staatlichen Pandemiehilfen. Die Zurückhaltung der Zentralbank, die Zinsen anzuheben, fördert die Nachfrage weiter.
Ein stagnierendes Angebot. Angebotsseitig hat es die Produktionskapazität noch nicht auf das Vorkrisenniveau erholt. Produktionskosten steigen aufgrund der angestiegenen Rohstoffpreise an und die Unterbrechung der Versorgungsketten verschärft die Situation noch weiter. Und die Versorgungsengpässe, rapider Anstieg von Rohstoffpreisen, die wir beobachten, und Lieferengpässe bei wichtigen Produkten wie elektronischen Chips zeigt auch, wie schwierig es ist, globale Lieferketten wieder in Gang zu bringen, wenn sich nicht alle Volkswirtschaften im selben Tempo erholen. Das Indexkonzept des Fundamental Inflation Influence Index, wir haben eben ein Universum, ein Index-Universum mit dem Listing von den vielen Ländern, die Sie da in der ersten, von Belgien bis Estland sehen. Wir haben ein Liquiditäts- und Ausschlusskriterium, also für die Titel muss ausreichend Liquidität vorhanden sein. Ein Ausschlusskriterium ist, dass Indexbestandteile dürfen keine Rückvergütung oder andere Vermögensvorteile beinhalten oder gewähren. Andernfalls werden diese jeweils im Index gutgeschrieben. Die Selektion erfolgt nach den drei Szenarien, die hier niedrige Inflation, regionale Inflation und globale Inflation. Und die Indexzusammensetzung wird laufend überprüft. Ja, der Index wird als Performance-Index berechnet. Dividendenzahlungen, andere Ausschüttungen und sonstige Erträge werden abzüglich länderspezifischer Steuern, Gebühren und sonstiger Abgaben berücksichtigt. Hier nochmal die drei Szenarien, in die investiert werden kann. Wir befinden uns im Moment hier in dem hohen Inflationsszenario, also in der globalen Inflation. Das ist immer dann so, wenn in mehr als einem Land eine erhöhte Inflation festgestellt wird. Die Allokation basierend auf der Preissetzungsmacht wird die Allokation basierend auf der Preissetzungsmacht um 20% reduziert. Und die 20% werden in ein Rohstoffportfolio investiert, in ETFs. Also in diesem Szenario befinden wir uns gerade. Hier sehen Sie die Produktspezifika zu dem Strategiezertifikat auf den Fundable Inflation Influence Index. Ist auch ein Open-End-Produkt. Wir haben eine Indexgebühr von 1,25%. Sie sehen die WKN, VX3D, CQ und der aktuelle Verkaufspreis sind 100,33 Euro. Fontobel Services, immer bestens informiert. Wir bemühen uns, Sie als Anleger immer über unsere Themeninvestments, auch über unsere gesamte Produktpalette gut zu informieren. Sie finden eigentlich alle Infos auf unserer Seite zertifikate.fontobel.com. Ich zeige Ihnen die ganz kurz auch nochmal. Das ist unsere Startseite und wenn Sie hier unseren Blog ansteuern, finden Sie eigentlich fast täglich neue Artikel zu interessanten Themen. Also heute zum Beispiel hat mein Kollege ein Interview gegeben zur E-Mobilität. Wir haben was zum Valentinstag, also alle möglichen Themen, die aufkommen und auch eben unsere Themenzertifikate und Trends werden hier besprochen, auch mit externen Gästen. Es gibt vielfältige Medien, auf denen Sie uns folgen können, wie gesagt, YouTube, auf unserem Blog und sich eben über diese Themen informieren können. Dazu lade ich Sie auch herzlich ein, denn es ist auch ziemlich spannend. Wir sind ausgezeichnet worden letztes Jahr für unsere Partizipationszertifikate, die es ja heute ging. Da sind wir sehr stolz drauf. Da haben wir den ersten Platz bei den Zertifikate Awards belegt. Ja, und dann wäre ich mit dem Vortrag jetzt auch schon am Ende und freue mich auf Ihre Fragen zu den Themenzertifikaten. Ja, vielen Dank, Nicole, an der Stelle schon mal dafür. Viele von den Fragen, die ich hier im Chat bekommen habe, die hast du auch schon, hast du schon beantwortet. Vielleicht eine erste, etwas allgemeinere Frage. Wie wählt ihr die Sektoren aus, für die ihr Themenzertifikate auflegt? Ja, das ist ziemlich unterschiedlich. Also wir gehen beispielsweise auf Kundenwünsche ein, arbeiten auch mit strategischen Partnern zusammen, die manchmal Ideen an uns herantragen und wir eben versuchen oder überlegen, ob wir das zusammen verbriefen können. Wir arbeiten aber auch sehr eng mit unseren Kollegen aus dem Asset Management zusammen. Das war zum Beispiel bei dem Inflation Influenced Index so. Das sind unsere Kollegen aus Zürich. Mit denen setzen wir uns zusammen und suchen gemeinsam Trends und Themen aus oder versuchen die auch aufzuspüren. Das ist ein ziemlich enger Austausch. Dann wird intern gepitcht, ganz einfach. Wir machen einen Call, überlegen, was könnte gut ankommen, was passt in die Zeit, vielleicht auch mal, was macht jemand anderes, wo sehen wir Erfolg,
Also das ist immer so ein Spiel zwischen außen und innen und dann wird es eigentlich relativ schnell entschieden. Und das Spannende ist ja, dass man mit Zertifikaten relativ schnell am Markt sein kann. Es ist tatsächlich auch ein Vorteil von Zertifikaten, dass man eben manchmal etwas schneller ist als mit einer aufwendigen Fondsstruktur. Und auch wenn man jetzt nur ein Gespür hat, es könnte ein Trend werden, kann man schnell ein Zertifikat auflegen, einfach gucken, ob es klappt. Also man wirft einen Ball in die Luft quasi. Und da das relativ gut und schnell geht, hat man auch manchmal Glück und es ist ein Megatrend und dann ist es auch ein finanzieller Erfolg, sowohl für die Anleger auch als für uns natürlich als ausgebende Bank. Wir freuen uns natürlich, wenn es gut ankommt und wenn das Zertifikat dann auch gekauft wird. Ja. Und welches Zertifikat oder welches Themenzertifikat war so in 2021 das erfolgreichste, was ihr am meisten gehandelt habt? Ja, so neben, also viele von Ihnen oder auch du, Vera, ihr werdet ja auch unser Bitcoin-Zertifikat kennen, was wir auch mit uns, also Bitcoin Ether, unsere Kryptos, die wir ja auch mit unter diesen Zertifikaten subsumieren. Das war natürlich auch weiterhin ein sehr, sehr, sehr erfolgreiches Zertifikat. Aber auch das Thema CO2, das ich ihr vorhin mitgebracht hatte, hat uns ziemlich beschäftigt. Und die Nachfrage war groß oder ist groß und ist natürlich auch gesellschaftlich und politisch im Moment in aller Munde und hat auch schon deswegen auch eine gewisse Relevanz. Wir haben auch Zertifikate mit Partnern zusammen aufgelegt, die auch sehr, sehr gut gelaufen sind. Das sind verschiedene Sachen. Also wir haben auch einen Index-Provider, Selective zum Beispiel, Selective Indices. Also es sind ganz unterschiedliche Themen, auch wie ich es vorhin schon mitgebracht hatte. Die da reüssieren konnten. Aber ich denke, Bitcoin, CO2 oder auch Wasserstoff zum Beispiel sind die großen Themen gewesen letztes Jahr. Du hattest gerade schon gesagt, dass so ein Themenzertifikat manchmal schneller aufzulegen ist als so eine aufwendige Fondsstruktur zum Beispiel. Wie verhält sich das denn mit den Kosten im Zertifikatebereich, vielleicht auch im Vergleich zu einem Branchen-ETF oder zu so einem Sektoren-ETF? Ja, ich kann natürlich zu Kosten von anderen Strukturen, Anbietern relativ wenig sagen, möchte auch keine Aussage zu treffen. Ich kann es aber für Themenzertifikate sagen. Also es gibt, wenn es auf einen Index gibt es eine Index-Fee. Wenn man ein aktiv gemanagtes Zertifikat beispielsweise hat, gibt es die Management-Fee und den Spread. Das sind eigentlich die Kosten, die sehr, sehr transparent sind. Dazu kommen noch die Trading-Kosten, also für den Anleger eben den Erwerb, da muss er halt mal schauen. Es gibt ja auch, sagen wir mal, Free-Trade-Aktionen bei verschiedenen Brokern oder auch, muss man einfach schauen, die muss man auch zurechnen. Aber alles in allem kann man sagen, dass wir uns von der Kostenseite gegenüber dem ETF an der Stelle nicht verstecken müssen. Jetzt habe ich hier eine Frage. Vielleicht kannst du da noch mal was zeigen, Nicole. Gibt es eine Aufstellung, welche Firmen in diesen Zertifikaten enthalten sind und wo findet man diese? Kannst du das Ja, beschreiben oder noch das mal kann ich gerne zeigen? machen. Ja, das kann ich gerne machen. Ihr müsstet jetzt meinen Bildschirm sehen von unserer, ich könnte es vielleicht ganz kurz mal für den Inflation Influenced Index machen. Also wenn man bei uns was sucht, Sie sehen, man kann hier oben an der Inhaltsseite, also im Inhaltsverzeichnis, oben in dem schönen Suchefeld, in dem praktisch einfach suchen, auch einfach ein Stichwort eingeben. Ganz oft, das ist ganz charmant, kommt man dann über den Blogartikel zum Zertifikat, wenn man jetzt nicht genau das Underlying weiß, so genau den Namen, einfach mal das Stichwort hier oben eingeben und dann sehen Sie hier auch das Strategiezertifikat. Und dann gibt es hier zu allen Themenzertifikaten rechts bei Dokumenten, also neben dem Basisinformationsblatt, was ja so wichtig ist, vor dem Erwerb einmal anzuschauen, Basisprospekt, endgültige Bedingungen, gibt es eben auch das Factsheet. Und das Factsheet, das öffne ich jetzt ganz kurz. Genau, da sieht man ganz genau die Wertentwicklung, Kursinformation und die Indexzusammensetzung, auch Allokation nach Währungen, Anlageklasse nach Ländern. Hier sind die Top 10 Bestandteile, Stammdaten. Genau, ich Genau. glaube, das, Also da was kann jetzt man in der sich. Frage tatsächlich gesucht wurde, waren diese Bestandteile, also wirklich jetzt die Namen der einzelnen, ja genau, ich glaube, das beantwortet, glaube ich, die Frage super gut. Ganz Cool. genau, also im Factsheet findet man das. Im Factsheet Genau. bei der entsprechenden WKN. Ganz genau. Nächste Frage geht in eine andere Richtung. Du hast es gerade auch schon kurz angerissen. Habe ich ein Wechselkursrisiko bei Themenzertifikaten? Genau, das kommt eben immer darauf an, wie der Basiswert konzipiert ist.
Wenn es so ist, dass es der Index oder der Aktienkorb beispielsweise in US-Dollar notiert, dann spielt der Wechselkurs natürlich eine große Rolle bei der Performance. Aber an der Stelle, denke ich, unterscheidet sich das auch nicht vom Direktinvestment. Muss man einfach im Hinterkopf haben. Ja. Ist ja oft bei Nicht-Quantostrukturen im ganzen Zertifikatebereich der Fall. Ja. Und was sind die Voraussetzungen dafür, dass ich so ein Zertifikat kaufen kann? So ein Also es ist ganz TIN-Zertifikat? einfach, das ist ganz einfach wie bei jedem Zertifikat, ob jetzt Anlage oder Hebel. Man muss einfach ein Depot haben bei einer Bank und kann dann über die Wertpapierkennnummer ganz normal das Zertifikat erwerben. Also, und man muss wahrscheinlich auch eine Termingeschäftsfähigkeit haben. Also muss man der Bank schon anzeigen, dass man da kundig ist. Aber das macht man ja alles mit seiner Hausbank. Wir empfehlen immer zu schauen, ob man, wenn man an den Trading-Kosten ein bisschen sparen möchte, ob man einfach mal guckt, ob man sich einen Online-Broker mal anschaut, neben dem Konto, was man vielleicht schon hat bei der Sparkasse, bei der Volksbank, weil man doch da teilweise erheblich auch nochmal an Gebühren sparen kann. Und trotzdem ja sowohl ein Börsentrade als auch ein OTC, ein außerbörslicher Trade möglich ist, ja. Aber da lohnt sich auf jeden Und Fall der Vergleich. gilt das auch für diese Themenzertifikate mit Kryptowährungen als Basiswert? Kann ich die auch in mein ganz normales Depot buchen? Genau, das ist ja eigentlich das Charmante daran an den Kryptozertifikaten, dass man eben keine Wallet benötigt, eine extra Wallet oder keine App oder keinen anderen Anbieter, sondern dass man einfach WKN-basiert in diese Kryptozertifikate bei uns investieren kann und das eben nicht nur in Partizipationszertifikate, sondern ähnlich wie beim CO2 auch Hebelpapiere in Kryptowährung bei uns erwerben kann, in die Futures. Ist also tatsächlich von der Abwicklung her ein bisschen einfacher, als wenn ich so ein Wallet aufmachen muss, wenn ich Auf das jeden einfach in Fall, meinen. durchaus. Kann man auch bei von Tobel ein Depot haben? Fragte jemand. Nein, wir sind reiner Produktanbieter, bieten keine Depots an. Ich hatte ja eingangs die Fontobel-Vorstellung etwas verkürzt. Ich muss es aber auf jeden Fall erwähnen, wir sind natürlich auch, wir haben eine Vermögensverwaltung, eine Asset Management-Abteilung praktisch und uns. Digital Investing und in der Vermögensverwaltung gibt es natürlich Depots. Insofern, das ist jetzt aber keine herkömmliche Bankverbindung, wie wir es jetzt vom Trading her kennen, sondern da handelt es sich dann wirklich tatsächlich um eine Vermögensverwaltung. Aber kann natürlich auch von Fall zu Fall auch spannend sein für Leute, die eben eine Vermögensverwaltung suchen und dann über Fontobel auch den Zugang eben zu unserer Investmentkompetenz aus erster Hand bekommt. Danke dir. Super. Dann habe ich hier noch eine Frage. Ich bin Buy and Hold Investor. Sind Themenzertifikate da das Richtige für mich? Es ist so, wir haben es ja vorhin, ich habe es ja vorhin versucht zu erklären, man versucht einen Trend aufzuspüren und versucht frühzeitig den investierbar zu machen. Wenn man jetzt da dabei ist und sagt, ja, das finde ich auch, das wird bestimmt ein super Trend, dann ist dieses Produkt auf jeden Fall ein Buy and Hold Produkt und in der perfekten Welt ist es natürlich auch der Trend super erfolgreich und ist dann im Depot und als Beimischung dabei und bringt eine schöne Rendite. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass wie bei jedem Investment, man muss es schon auch immer wieder regelmäßig überprüfen. Bei den endlosen Zertifikaten, die wir ja oft dann als endloses Zertifikat auflegen, wenn wir uns auch sicher sind, dass das ein lang anhaltender Trend ist, hat man den Vorteil, dass man eben nicht selbst das Stockpicking betreiben muss, um den Trend selbst in seinem Depot abzubilden, sondern kann sich eigentlich schon darauf verlassen, weil wir ja auch sehr interessiert daran sind, dass das gut performt, das Zertifikat, dass wir dann die gewissen Anpassungen eben machen, entweder über diese vorgefertigte Strategie wie beim Inflationszertifikat oder eben durch das Stockpicking eben bei CO2 oder bei verschiedenen anderen Zertifikaten, eben, dass man da guckt, dass man da die Performance hinbekommt. Insofern ist es auf jeden Fall ein Buy-and-Hold-Zertifikat. Trotzdem muss man es auch selbst immer mal wieder überprüfen, ob der Trend noch zu einem passt, ob der Trend noch erfolgreich genug ist für das, was man sich erwartet hat. Ja, insgesamt sind Zertifikate ja doch eher was für aktivere Anleger. Aber wenn man von Buy and Hold spricht, würde ich sagen, sind Themenzertifikate schon eher für Leute, die sagen, sie möchten schon da langfristig, mittellangfristig drin investiert auch bleiben. Und dafür sind sie eigentlich auch konzipiert.
Und sind denn bei den Themenzertifikaten diese, ich sag mal, diese Richtlinien, die in den Bedingungen drinstehen, legen die im Prinzip fest, wie sich dann der Index und das Zertifikat zusammensetzt? Oder ist dann da noch Spielraum für von Tobel oder für irgendwen, der den Index verwaltet? Ja, wir unterscheiden ja zwischen passivem und aktivem praktisch gemanagten Zertifikaten. So passive, die sind dann regelbasiert. Da ist ja wirklich im Vorlauf schon genau festgelegt, wann welcher Wert rausfliegt. Zum Beispiel, wenn die Größe, die Marktkapitalisierung oder irgendwelche Kennzahlen nicht mehr erfüllt werden, wann dann gerollt werden muss oder wann irgendjemand ausgetauscht werden muss, ob eine Cash-Komponente gehalten werden darf oder nicht und so weiter. Und dann gibt es eben auch aktiv gemanagte Themenzertifikate, wo eben auch meinetwegen auch ein Berater dabei sein kann. Das hat dann auch eher nochmal eine diskretionäre Komponente. Es gibt beides. Aber es ist von vornherein auf jeden Fall festgelegt, wann was passiert oder wann auch diskretionär eingegriffen werden kann in die Strategie, damit der Anleger immer genau weiß, warum etwas passiert oder es hier auf keinen Fall ist nicht willkürlich. Auch beides wird im Vorhinein sehr genau in dem Indexleitfaden oder in den endgültigen Bedingungen des Zertifikats beschrieben, damit er eben ganz genau beschrieben steht, was dann auch passiert. Ja. Hier fragt noch jemand, ob der Index von Tobel entwickelt wird. Der Inflation Index ist von Influence ist von Tobel Asset Management konzipiert. Aber nicht alle. Also wir haben verschiedene Sachen im Angebot, aber dieser ja. Von Und das meinen finde ich Kollegen wahrscheinlich, Asset Management. das finde ich wahrscheinlich auch in diesen Factsheets oder in den endgültigen Bedingungen Genau. dann, wer für den Index verantwortlich ist, gell? Den Index Management. Genau. Kann Ja. ich an Themenideen auch gehebelt partizipieren? Ja, also im Moment kann man so an CO2 hatte ich es ja gezeigt, da kann man es ja schon, da hatte ich glaube ich die Folie ja gezeigt, ganz kurz, genau, da hatte ich ja schon die Folie gezeigt, dass wir auch Faktorzertifikate, Optionsscheine und Mini-Futures haben bei den Kryptowährungen. Da kann man auch gehebelt investieren, dann haben wir die Mini-Futures. Ich kann vielleicht schon ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, dass wir planen, auch andere interessante Themen, Investments gehebelt investierbar zu machen. Das werden Faktorzertifikate sein, mit denen man über einem konstanten Hebel, praktisch mit einem konstanten Hebel investieren kann. Und das ist aber noch nicht ganz fertig, aber die sollten vielleicht die Augen offen halten, da wird es in Kürze etwas von uns zu sehen geben. Na cool. Habe ich ein Recht auf die Auslieferung der enthaltenen Wertpapiere? Wenn die Frage auf die Aktien abzielt, die dort abgebildet werden, muss ich das mit dem Nein beantworten. Also die Themenzertifikate werden eigentlich immer in bar abgegolten. Da gibt es keine Lieferung der Titel. Also im Endeffekt kann man es kaufen und verkaufen. Und auch durch den Ausüben oder so würde man keine Titel erhalten. Ah Es wird ja, immer in okay. bar gemacht. Ja. Bitte. In Cash. Okay, In dann Cash, würde ich die genau. allerletzte Frage jetzt nochmal nehmen, nämlich wo siehst du den Vorteil eines Zertifikats, eines Branchenzertifikats im Vergleich zu einem aktiv verwalteten Index, Investmentfonds, Entschuldigung, Investmentfonds war die Frage, der vielleicht sogar so ein gesichertes Sondervermögen hat? Ja, das ist im Endeffekt muss man schauen. Also der Vorteil, wie ich es vorhin schon gesagt habe, bei den Zertifikaten ist, dass wir oft sehr, sehr schnell am Markt sind mit neuen Trends, dass wir da sehr flexibel sind. Die Kosten muss man natürlich vergleichen. Es sind einfach zwei unterschiedliche Produkte. Ich würde das eine jetzt nicht dem anderen vorziehen. Ein Zertifikat ist einfach sehr, sehr einfach und schnell, kostengünstig und wir verbriefen halt einfach wahnsinnig viele Themen und wir haben da auch dieses Jahr wirklich noch viel, 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 viel auf der Uhr. Ja, ich würde es jetzt gar nicht so gegeneinander abwägen wollen. Hast du einen Trend oder so ein Thema, wo du sagst, so, boah, das gucke ich mir wirklich mit großem Interesse an. Also da bin ich wirklich mal
Also sehr gespannt, was daraus wird in 2022. Ja, wir sind gerade dabei. Wir haben ein Metaverse-Zertifikat letztes Jahr gebracht, was eine Laufzeit hat und sind gerade dabei, das in einen Index zu gießen und das praktisch als Open-End-Zertifikat rauszubringen. Insofern verspreche ich mir davon. Da bin ich immer sehr gespannt. Also ich denke, dass das ein wirklich großer Trend ist, dass das die richtige Entscheidung ist. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Und ich finde auch alles, was mit Energie und auch CO2, auch Social, wir haben zum Beispiel auch ein Zertifikat, Thema Nuklearenergie rausgebracht, bin ich auch mal sehr gespannt. Alles, was mit Energie zu tun hat, ich glaube, das wird im nächsten Jahr oder dieses Jahr und auch im nächsten Jahr uns ganz schön auf Trab halten. Das ist ein ziemlich spannendes Thema für die Investmentseite. Ja, das glaube ich auch. Da bin ich auch gespannt, wenn wir uns in einem Jahr vielleicht nochmal wieder treffen, zu dem Thema, wie wir dann da drauf gucken. Für heute würde ich dann sagen, kommen wir so langsam zum Ende. Vielen Dank fürs Zuhören an der Stelle nochmal. Von mir, ich wünsche Ihnen ganz viel Glück und das nötige Quäntchen, ja, richtig Händlerglück beim Handeln und beim Investieren. Nicole, vielen Dank und in diesem Sinne einen Sehr schönen gerne. Mittwochabend noch. Dankeschön. Tschüss. Tschüss, Vera. Tschüss!